Mit Wasser haben wir jeden Tag zu tun und fast jeder weiß, dass Wasser die chemische Formel H2O hat. Hier siehst du zwei Lewis-Schreibweisen für das Wassermolekül. Diese beiden Schreibweisen sind an sich beide richtig. Trotzdem wird dein Chemielehrer oder deine Chemielehrerin sich mehr darüber freuen, wenn du für Wasser die linke Formel zeichnest. Warum? Weil man an dieser Schreibweise erkennt, dass Wasser ein gewinkeltes Molekül ist und nicht, wie die rechte Schreibweise anscheinend vortäuscht, ein lineares Molekül, bei dem die drei Atome auf einer Linie liegen. Aber ist es denn so wichtig, welche Form oder Geometrie ein Molekül hat? Was würde denn passieren, wenn Wasser kein gewinkeltes Molekül wäre, sondern ein lineares Molekül? Das Leben würde für uns ganz anders aussehen. Zum einen würde unser Essen viel länger brauchen, um zu kochen, weil das Wasser schon bei niedrigeren Temperaturen kochen würde. Dann braucht aber alles länger, um gut durch zu sein. Das wäre wahrscheinlich so nervig, dass wir nichts mehr kochen und nur noch Rohkost essen würden. Außerdem müssten wir uns wahrscheinlich daran gewöhnen, unter Wasser zu leben statt auf trockenem Land, weil auch der Gefrierpunkt von Wasser niedriger wäre, was im Prinzip bedeutet, dass das ganze Wasser, was im Moment noch an den Polen als Eis vorhanden ist, sehr schnell schmelzen würde und die Erde bald kein trockenes Land mehr vorweisen könnte. Bei den Aussichten sind wir doch ganz froh, dass das Wassermolekül wie links dargestellt ein gewinkeltes Molekül ist. Aber woher kann man denn wissen, welche Form oder Geometrie ein Molekül hat? Dafür verwenden wir das sogenannte Elektronenpaar-Abstoßungsmodell oder kurz EPA-Modell. In diesem Modell geht man von drei Dingen aus. Erstens, sowohl freie als auch bindende Elektronenpaare stoßen sich ab, weil sie alle negativ geladen sind. Deshalb ordnen sich die Elektronenpaare so weit wie möglich voneinander entfernt an. Zweitens, freie Elektronenpaare füllen mehr Raum, weil sie nur von einem Atomkern angezogen werden. Die bindenden Elektronenpaare werden ja von zwei Atomkernen angezogen und haben deshalb nicht so viel Bewegungsspielraum. Und drittens, Mehrfachbindungen, also Doppel- und Dreifachbindungen, zählen hier und wirklich nur hier wie ein Elektronenpaar. Das liegt einfach daran, dass die beiden Elektronenpaare einer Doppelbindung ja beide zwischen den beiden Atomen liegen müssen. Genauso bei den drei Elektronenpaaren einer Dreifachbindung. Schauen wir uns das Ganze jetzt am Beispiel vom Wassermolekül an. Das seht ihr hier und ihr seht, dass Wasser zwei bindende Elektronenpaare hat und eben auch zwei nicht bindende oder freie Elektronenpaare. Und diese vier Elektronenpaare, die jetzt um den Sauerstoff herum verteilt sind, die müssen sich eben so anordnen, dass sie möglichst weit voneinander entfernt sind. Und es ist eben nicht, dass sich diese vier Elektronenpaare in einem Quadrat anordnen, wie man vielleicht vermuten würde. Das wäre nur eine ebene Geometrie. Nein, diese vier Elektronenwolken nutzen die volle Dreidimensionalität unseres Raumes aus und ordnen sich eben so an, dass sie möglichst weit voneinander entfernt sind und bilden dabei die Struktur eines Tetraeders. Das ist eine Pyramide mit einer dreiseitigen Grundfläche, wo alle Kanten eben die gleiche Länge haben und die Kanten wären hier eben genau diese Abstände zwischen den Elektronenpaaren. Ja, und daran sehen wir jetzt eben, okay, für Wasser entsteht daraus eine gewinkelte Struktur, weil eben diese beiden bindenden Elektronenpaare in die Ecken eines Tetraeders zeigen und dadurch ein Winkel entsteht, ja, und die nicht in einer Linie zueinander liegen. Schauen wir uns das Ganze noch an einem anderen Beispiel an, in dem Fall dem Kohlenstoffdioxidmolekül. Kohlenstoffdioxid mit der Formel CO2 sieht folgendermaßen aus. Wir haben zwei Doppelbindungen von dem Kohlenstoffatom zu den beiden Sauerstoffatomen. Und hier ist es jetzt eben so, dass die Doppelbindungen, obwohl das zwei Elektronenpaare sind, eben nur wie ein Elektronenpaar zählen in dem EPA-Modell. Und das bedeutet, wir haben effektiv nur zwei Elektronenpaare hier so anzuordnen um das Kohlenstoffatom herum, sodass sie einen möglichst großen Abstand haben. Und das geht am einfachsten, indem ich sie auf zwei Seiten der Kugel eben packe, so wie ihr es auch hier seht. Die beiden Sauerstoffatome sind eben maximal voneinander entfernt, indem sie auf zwei verschiedene Seiten des Kohlenstoffatoms gepackt wurden. Und jetzt die Frage, was wäre denn, wenn Kohlenstoffdioxid kein lineares Molekül wäre, so wie es hier aussieht, sondern ein gewinkeltes Molekül? Was würde dann wohl bei uns auf der Erde passieren? Diese Frage beantworte ich dir in meinem nächsten Video und da erkläre ich dir auch, warum das genau diese Auswirkungen hätte, also woher ich das weiß. Wenn du schon gespannt auf die Antwort bist, dann abonniere doch meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen, besser zu verstehen,
wie man die Geometrie von Molekülen bestimmt.